verschiedene Transaktionstypen, die durch den Transformationsprozess im Energiebereich ausgelöst werden. Da ist zunächst der ganz große Bereich des Abstoßens konventioneller Erzeugungskapazitäten. Das hat angefangen mit der Veräußerung der Braunkohleaktivitäten durch Vattenfall. Jüngstes Beispiel ist die Veräußerung von etwas mehr als 2300 Megawatt durch Engie 4 konventionelle Kraftwerke. Ein weiterer Transaktionsbereich, den wir sehen, hängt unmittelbar damit zusammen, sind Transaktionen im erneuerbaren Bereich. Die Energieversorger versuchen, ihre Strategie zu realisieren, in den erneuerbaren Bereich zu investieren. Dort sehen wir zunehmend die Übernahme zum Beispiel von Projektentwicklern, weil Projekte so knapp geworden sind zu erträglichen Renditen, dass man versucht, über diesen Weg sich zu diversifizieren. Ein dritter Bereich sind Kooperationen im Netzbereich, einfach um dort Effizienzen zu erzielen. Ein vierter Bereich sind, das machen fast alle Energieversorger, Aktivitäten im VC-Bereich in ganz unterschiedlichen Setups. Wir sehen unterschiedliche Typen von Playern in diesem Transaktionsmarkt. Sehr interessant ist der Eintritt neuer Player, die sich spezialisieren auf den Erwerb konventioneller Erzeugungskapazitäten, also ein Asset, was endlich ist. Es hat angefangen mit EPH vor ungefähr 10 Jahren. Jetzt haben wir Riverstone, ähnliche Setup, die Engie-Aktivitäten erworben haben. Und es gibt noch andere, Seven Energy wäre hier zu nennen. Dann gibt es natürlich chinesische Investoren, die versuchen, im Infrastrukturbereich zu investieren, weil sie Zugriff auf das Know-how wollen. Im Moment fahren sie ein bisschen mit angezogener Handbremse, dadurch, dass die Schwellenwerte des Außenwirtschaftsgesetzes nach unten gesenkt wurden, aber auch ein interessanter Player im Markt. Wir sehen als dritte Kategorie von jeher die großen japanischen Trading Houses, die sich für Infrastrukturassets in ganz Europa und vor allem in Deutschland interessieren. Etwas andere Investmentvoraussetzungen, sind vor allem an langfristigen Investments interessiert und deshalb für bestimmte Kategorien und Transaktionen interessant. Wir haben dann die Infrastrukturfonds als weitere Kategorie. In sich etwas heterogen, aber gemeinsam ist ihnen, dass sie bestimmte Renditevorgaben haben, dass sie sich oft zusammentun, um gemeinsam die Mehrheit zu erwerben, während einzelne Fonds einfach, um auch die Equity-Tranche aufzuteilen, dann oft nur eine Minderheitsbeteiligung erwerben. Und natürlich unsere klassischen Energieversorger sind weiterhin im Transaktionsbereich relevant und aktiv, mit einem etwas anderen Schwerpunkt eher auf dem Zukauf von komplementären Geschäftsaktivitäten und auch im erneuerbaren und VC-Bereich. In den Beratungsthemen, die an uns herangetragen werden, spielen natürlich die Transformationsfragen auch eine große Rolle. Ganz wichtig in unserer Beratungspraxis sind die Plattformthemen, also wie bringe ich die Blockchain-Technologie in die Energiewirtschaft, wie setze ich eine Plattform vertraglich auf, beschäftigt uns sehr. Dann daneben das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, die Scheibenmodelle, Eigenverstromung, wie kann ich das so ausgestalten, dass ich von der EEG-Umlage befreit bleiben kann, welche Strukturierungsmaßnahmen sind mir erlaubt, welche nicht. Netzkooperationen spielen bei uns eine große Rolle. Ein weiteres Beratungsfeld sind neue Marktteilnehmer, Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, insbesondere die ihre Aktivitäten ausdehnen in die Bereiche Stromversorgung, Wärmeversorgung und angrenzende Medienversorgung. Dann spielen klassische Konzessionsvertragsthemen immer eine Rolle. Die Frage zum Beispiel, was ist mit Wärmenetzen, wenn Konzessionsverträge auslaufen? Wie müssen Konzessionsvertragsregelungen oder Ausschreibungsverfahren ausgestaltet werden? Es ist ein klassisches Beratungsthema, was aber gleichzeitig auch die Änderungen in der Energielandschaft im Moment sehr gut dokumentiert.